Da rein muss ich jetzt. Überbringer gemischter Nachrichten. Ezio hat den Standort der Templerarmee entdeckt, aber dabei einen Unschuldigen getötet. Sprechen Sie mit Süleyman über diese Tragödie. Zu spät. Heimlich. Wie hält er sich so gut in Form? Verdammt! Wir verlieren ihn! Verdammt! Wir verlieren ihn! Nichts! Eins weniger. Was ist denn mit dir? Der Hauptmann sagt, du bist ja gut gelaunt heute, hä? Ich staune. Heute noch keinen Hunger? Ach nö. Warum die Kapuze? Was versteckt ihr? Mist! Schneller! Er entkommt! Tempo! Ich verliere ihn! Mist! Schneller! Er entkommt! Oh, verflucht! Ich habe ihn aus den Augen verloren! Tempo! Ich verliere ihn! Na? Ja, komm wieder raus. Einverstanden. So Mädels, los geht's. Sind wir schon mal durch. Habe ich euch nicht schon gesehen?
Scheiße! Nochmal von vorn das Spiel. Einverstanden. Gehen wir mal aus dem Weg. So, jetzt werden wir das mal anders machen. Jetzt gehen wir mal halt. So eine Menschengruppe. Die Nüsse waren ranzig. Nein, ehrlich. Obenauf lagen knackfrische und ganz köstliche Mandeln. Doch der Rest des Sacks war verrottet und verfault. Da werde ich. Ja, scheiße. Das wird wieder langweilig heute, Jungs. Warum gehen wir nicht kurz zum Geldverleiher? Mustafa kann ihn um ein paar Münzen erleichtern. Und wir schauen uns eine Frau an. Nein, das glaube ich nicht. Ja. Geh doch mal da hoch. Mann, warum gehst denn du nicht da hoch? Wenn ich dich kriege, weide ich dich aus. Ach, scheiße, verdammte. Warum ist er nicht da hochgeklettert? Kotzt mich gleich wieder an. Können wir helfen? So was Bescheuertes eh. Abwarten. Man könnte auch hier... Nein! Eigentlich sollte der sich an die Mauerkante hängen. Oh, hier bin ich erstmal sicher. Erstmal einsammeln hier. Verdammte Scheiße, verdammte! Hey, muss ich etwa nicht? Ich sollte euch ein bisschen Respekt beibringen. Man kann natürlich niemals zwischendurch irgendwo einen Speicherpunkt setzen. Das geht natürlich nie.
Einverstanden. Ich hasse das, dass die sich immer in dem Moment, wo man ran ist, umdrehen. Stehen die ganze Zeit da und in dem Moment, wo man ran ist, drehen die sich um. Mörder, schätze ich. Nee. Ich wollte gar nicht bis ganz hoch. Gibt es kein Heim für dich? Tadik war kein Verräter, Suleiman. Auch er war ein Feind der Byzantiner. Was? Dann habt ihr... Es tut mir leid. Gott vergib mir. Ich hätte nicht vorschnell urteilen dürfen. Er blieb eurem Großvater treu bis zum Ende. Und durch seine Bemühungen haben wir die Mittel, eure Stadt zu retten. Ach, Tadik. Wäre er doch nicht so verschwiegen gewesen. Eine schreckliche Art, Gutes zu tun. Die Waffen sind jetzt in Kappadoce. Könnt ihr mich hinbringen? Ja, natürlich. Ich werde ein Schiff für euch vor... Süleyman, Süleyman. Man stellte mir eine Falle. Und ich sah wie ein Verräter aus. Kennst du noch Tadik, den Janitscharen? Mit dem ihr euch gestritten habt? Er wurde ermordet. Es ist bekannt, dass wir uns überworfen hatten. Jetzt werden die Janitscharen mich verantwortlich machen. Welch schreckliche Neuigkeiten. Wenn mein Vater davon erfährt, lässt er mich aus der Stadt verbannen. Oh, vergib mir, Neffe. Ich wusste nicht, dass du einen Gast hast. Das ist Marcello, einer meiner europäischen Berater in Keffe. Buonasera. Marcello. Mein Neffe und ich haben private Angelegenheiten zu besprechen. Wie gesagt, ein Schiff wird auf euch warten, wenn ihr abreisen wollt. Grazie, mio principe.
Wir werden den Schuldigen für dieses Verbrechen finden, Onkel. Habt Geduld. Eine Sekunde! Warum glaube ich, dass ich den kenne? Moment. Nicht schlecht für sein Alter. Meine Mutter hat eine Heirat für mich arrangiert, mit der Tochter des Tatschir. Keiner hat sie bisher gesehen. Seit 10 Jahren war sie nicht mehr draußen. Ich hoffe nur, nicht. Was ist denn in dem gefahren? Was treibt ihr da? Er entkommt uns! Ich glaube, wir sind Tauben nicht über den Weg. Egal, wo man hinschaut, stellen diese Pläne auf. Ja. Über die Täscher würde ich sagen. Scheiße. Ja, ich versuch's gerade. Kommen wir nicht raus, da ist wieder diese künstliche Levelgrenze. Ein gewagter Sprung ins Wasser, würde ich sagen. Klatsch. Schon müssten wir draußen sein. Oh, eigentlich sind wir nur aus dem Gebiet geflohen. Achso, warte mal, wir nehmen mal das Boot. Das ist sonst Quatsch. Ach, das lässt sich nicht... Doch, wollte ich schon sagen. Na! Kletter doch mal da hoch, Mann. Alter. Dort vorne komische Leine gespannt. So, Überbringer gemischter Nachrichten abgeschlossen. Was ist denn das für ein komisches Seil da? Wozu soll das... Kette? Hä? Haben die da eine Kette gespannt? Wozu denn das? So, warte mal, ich will jetzt wohin. Ich will jetzt... ich hab da gerade... Bin ich blind? Ich sehe doch das Symbol mit der Sophia hier, das Buch mit dem Ausrufezeichen. Was ist das? Roma... Ach so. Hier. Oh Mensch. So. Okay, dann. Ach da. Da ruder ich selber rüber. Soll's. Hey, dreht doch mal um. Ach hier die große Kette.
Etwa um das Jahr 1000 nach unserer Zeit wurde diese große Hafenkette als geniale, wenn auch etwas abgedrehte Verteidigungsmaßnahme errichtet. Sie war an zwei großen Türmen befestigt und spannte sich über die Mündung des Goldenen Horns. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, feindlichen Schiffen die Einfahrt in die Wasserstraßen zu verwehren, damit diese nicht die empfindlichen und schwach verteidigten Häfen im Stadtinneren angreifen konnten. So primitiv dies auch scheinen mag, die Kette erwies sich in über 400 Jahren bei mehr als nur einer Gelegenheit als erstaunlich effektiv und zwang im Jahr 1453 Sultan Mehmed II. Dazu, sich einen noch verrückteren Plan einfallen zu lassen, um die Verteidigung der Byzantiner zu umgehen. Er ließ seine Kriegsschiffe über die Hügel von Galata tragen und auf geölten Schienen ein gutes Stück flussaufwärts der Kette zurück ins Goldene Horn gleiten. Das zeigt mal wieder, dass Wahnsinn oft die einzige Methode ist, Wahnsinn zu beseitigen. Ja. Du solltest rückwärts rudern, du Volldepp. So, nun haben wir wieder ewig weit zu traben. Ja, bitte. Und dann hätte ich auch gerne wieder Geld. Ja, würde ich mir auch wünschen. Bitte aufhören, es war nicht böse gemeint. Hey, Vorsicht! Der ist weg, gib keine Düfte! Ah, heute! Geht die Zeit an, Lunge! Lasst euch von meiner Erfahrung mit aller Feinheit. Man kann nicht einfach verordnen. Er wird gut. Oh Mann, Leute, geht mir doch aus dem Weg, ey. So, mal sehen, ob wir die Rüstung aufwerten können. Außerdem bieten wir einen mobilen... Ja, sehr schön. Ah, das sieht doch schon gut aus. Da haben wir doch schon einiges an. Ja, da haben wir doch einiges an Rüstung dazu gekriegt. Das ist doch schon mal genial. Oh, die Leute gehen mir auf den Sack, ey. Seid wachsam! Wir müssen sie auf... Warum greift denn niemand? Oh ja, die Rüstung hat aber auch ordentlich Kohle gekostet. Die Janitscharen haben einen neuen Marsch in Auftrag gegeben, um die blutigen Eroberungen von Prinz Selim... Da geht's lang.
Trete vor, nehmt eure Gesundheit. Was in Gottes Namen hat euch dazu veranlasst? Wie kann ich dir? Nö. Okay. Kommt wieder, wenn ihr Hilfe braucht. Oh, guck. Und dann machen wir noch einen Buchladen auf. Kommt und holt euch diese druckfrischen Texte direkt vom Erzeuger. Schatzkarten. Na klar. Wieder bloß die Schweine teuren. Bei den Büchern war es ja ähnlich, ja. Vielleicht nächstes Mal. Genau. Vielleicht nächstes Mal. Und da steht das Kistchen. Ach, dann nehmen wir doch keinen Weg hier oben rum. Hier erfahrt ihr Heilung, die neuesten pharmakologischen Fortschritte für euer Wohlbefinden. Kachelchen, was läuft denn hier mit gezückter Waffe vor mir? Da hatte ich mal aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Sind aber noch reiche Schläden überall. Jemand sollte euch ein Schiff. Und da sind wir schon. Jo. Werden wir dahin reisen. Ich denke mal, ein bisschen Kohle können wir vorher noch gebrauchen. Ein guter Geschäftsabschluss. Ja. Da war doch noch irgendwas. Warte, lass mich gucken. Heute war hier noch der Galata-Turm. Holen wir uns erstmal die Kiste. Mal zu dem Galata-Turm. Vielleicht reicht da die Kohle. Ups. Warum
kommt ihr nicht rein und seht, was ich biete, Freunde. Ach, da ist dieses Schild. Nö. Was? 27.000. Nudlo, haben wir da ganz locker auf der hohen Kante. Ach nee. Heilungsdienste, Vorsorgeuntersuchungen, biologischer Freilassegel. Wie gesagt, ich habe schon mehrmals gesagt, warum die dieses Geräusch nie lauter gemacht haben. Dass man das deutlich im Vorbeilaufen hört, dass da was ist. Natürlich. Also, ein bisschen Höflichkeit. Runter da oder stirb! Ein Kalmes! Fährmann! Hol mich über! Das Schiff nehmen! Natürlich nehmen wir das Schiff. Natürlich. Hat er den verstanden?